Unsere nächste Gästin ist auch fast Lehrerin geworden. Die hat alles in der Tasche gehabt. Erstes Staatsexamen, Referendariat, aber im Referendariat lernst du auch nichts Vernünftiges. Du lernst 45 Minuten lang 36 Kinder davon abzuhalten, dass sie dich umbringen oder sich gegenseitig. Und da ist sie noch mal so eben dran vorbeigeschrammt und dann ist sie jemand anderes geworden, nämlich Barbara Ruscher. Ich freue mich, dass ich hier wieder bei Ladies Night bin. Das ist so schön. Sind ja auch Männer da, sehe ich. Wie heißt du hier vorne? Heinz? Guckst gleich so auf meinen Bauch. Denkst, boah, ist die Frau fett geworden, ne? Ich überlege, sind das 10 Schnitzel oder ist das was anderes? Nein, das ist was anderes. Ich rette Deutschland. Einer muss es machen. Ja. Und das ist ja Verantwortung, ne? Die wachsen ja. Die werden ja älter, dann sind sie irgendwann 13, stylen sich auf und wollen zum Superstar-Casting-Show-Casting hier in Köln. Ne? Da zischt es dann wieder durch sämtliche Zahnspangen. Mach mich zum Star! Ich bin willig und billig. Und schwupps, bist du Superstar, das geht so schnell. Hör mal, danach, da kommt nur noch heiraten, Kinder kriegen, scheiden lassen. Und dann stehst du da, mit 21. Warum Superstar sein, da ist doch nichts. Die werden heute in dermaßen Geschwindigkeit verheizt. Die haben noch nicht mal Zeit für Rock'n'Roll. Hotelzimmer zertrümmern, Whisky saufen, Groupies abschleppen, so wie unser Einzige heute bei Ladies Night. Nein's. Ne, im Ernst. Ich habe das beobachtet, mit den Superstars ist nichts mehr los. Die sind um 11 im Bett, trinken Alkopops und haben Petting mit einem Pokémon. Das war's. Jeder Jugendliche meint ja heute, er muss mit Singen Kohle machen, ne? Egal wie. Bei mir klingeln jedes Jahr im Januar 5 Kinder an der Haustür. Und dann singen die. 8-stimmig. Die sind verkleidet. Eine Mischung aus Genghis Khan und dem Sarottimor. Da wollen die Geld von mir, ja. Das hat mich zu einem Gedicht inspiriert. Braucht man aber ein bisschen Humor. Ich sag's lieber vorher. Es heißt, ich habe einen Sternsinger überfahren. Pass auf, geht los. Ich habe einen Sternsinger überfahren. Er stand auf der Straße mit goldblonden Haaren. Die Krone schief, ihm war's egal. Mein Fuß lag schwer auf dem Pedal. Es war kein Kind, ein Sänger war's. Er sang nicht schön, ich trat aufs Gas. Gesungen wird jetzt nimmermehr, schon gar nicht im Berufsverkehr. Sag ja, man braucht Humor, ne? Nein, ich hab nichts gegen Kinder, ich meine. Ja, nee, und ich finde das ja toll, die sind ja fit heute, ich bin ja mal gespannt, ne? Die sind ja so fit. Die lernen schon in der ersten Klasse Englisch jetzt. Es gibt ja Kinder, die sprechen schon im Mutterleib dreisprachig mit dem Mutterkuchen. Ja, dann schreiben die pränatal schon ihre Biografie. Da kann Bushido einpacken. Hier ein Ausschnitt aus Lisas Tagebuch. 30.08.2007. Bin noch im Bauch. Draußen schreit eine Frau. Hört sich an wie Tina Turner auf Ecstasy. Will hier nicht raus. Sie schreit weiter. Will ihr sagen, mit Schreien erreicht man gar nichts. Jetzt schreit sie mich an. Heiße wohl PDA. Ja, das ist was für Kenner. Origineller Name. Die Hebamme heißt Gudrun Rudolf Steiner Wiebkötter. Und sagt, für die PDA ist es schon zu spät. Ich horche auf. Muss raus und sehen, was da los ist. Packe mir ein Stück Mutterkuchen ein. Sehe Licht am Ende des Tunnels. Warte auf den Bus. Kommt mal wieder nicht. Eng hier, fühle mich wie im Dschungelcamp.
Rechne mit Spinnen, Emus und Costa Cordalis. Mein Haar wird von einem Luftzug erfasst. Jemand nimmt meinen Schädel in die Hände. Wow, geboren werden und sofort frisiert. Schwupps, bin draußen. Mache die Augen auf. Die Wände hat Gudrun Rudolf Steiner Wiebgötter in gebärmutterfarbenem Rosettenrosa gestrichen. Auch das ist was für Kenner. Zum Glück bin ich ein Mädchen. Müsste sonst schwul werden. Das nenne ich frühkindliche Prägung. Wahrscheinlich werden Jungs in diesem Land direkt umgebracht oder an katholische Priester in St. Pölten verkauft. Alle weinen, nur die Anthroposophen-Hebamme nicht. Beschließe sie zu hassen und schreie ein bisschen. Werde gefilmt. Alle weinen weiter. Bin wohl Elvis. Versuche direkt ein Mussi denn, Mussi denn. Die Hebamme findet aber, ich bin fertig mit Singen und stopft mir den Nippel einer Frau in den Mund. Das ist wohl meine Mama. Der Mann daneben nennt sie allerdings immer, du hast es geschafft, mein Schatz. Wär mir zu lang. Taufe sie erst mal weg. Sie weint vor Freude. Habe einen Schlag bei den Frauen. Werde wohl lesbisch. Dankeschön. Alles gut.